Was war denn das? Schon viel zu lange her. Hi! Hallo! Hallo! Das ist jetzt dein vierter Anlauf, auf Record zu Mein drücken. vierter Anlauf, okay. Ja, wir sind nicht tot. Ja, uns gibt's noch. Stellt euch vor. Ja. Und auch mal ganz kurz zum ganzen Plan. Erst mal kurz nochmal erklärt. Ich meine, wir haben schon lange nichts mehr hochgeladen, um hier aufzulachen. Ich meine, tut uns auf der einen Seite leid, auf der anderen, ich meine. Wir sind berufstätig und Ja, haben wir halt haben noch auch ein Real Life, Real ja. Life, egal. Wir laden hier trotzdem hoch. Also bitte nicht böse sein. Und genau, was die Uploads an sich angeht. Wir machen jetzt, wir haben jetzt nämlich insgesamt vier Projekte am Laufen. Ja, vier Projekte. Und wir versuchen trotzdem halt mal irgendwie trotzdem regelmäßiger wieder hochzuladen. Schöner Rauchdummy. Und Yum. zwar, was sind diese vier Projekte? Ganz schnell nur, bevor wir das Spiel anfangen. Einmal natürlich Harvester an sich, was wir übrigens, Achtung, jetzt ohne Untertitel machen werden, weil das ist ein Scheißaufwand. Und wir sind uns gar nicht mal so sicher, ob so viele Leute die Untertitel überhaupt verwenden werden oder beim ersten Mal verwendet haben. Und deswegen, falls jemand Untertitel wirklich braucht, naja, mal bitte sagen, vielleicht machen wir es ja dann doch. Das zweite Projekt ist selbstverständlich Crusader. Das geht weiter, das spielen wir auch bald durch. Wir sind auch bald durch da. Dann ein neues Projekt von Domi, das lädt er nach Harvester hoch. Und dann noch ein neues Adventure, das heute rauskommt auf Steam. Und zwar von Telltale Games, die auch die neuesten Monkey Island-Teile gemacht haben, sowie ein Haufen andere gute Adventures. The Walking Dead, das fangen wir später an. Und jetzt erstmal zu Harvester. Ach, Tommy. Give me that coin. No. Okay. CD I have Harvester. evidence. Harvester. Gut. Ah, Ah, da ist der Ton. Alles schock klar. mich. Gut. Wir waren stehen geblieben in der Mitte von Harvester. Und zwar, um genau zu sein, bei der Lodge beim Sergeant at Arms, der uns gesagt hat, wir können nicht so ohne weiteres Hat er das in schon, die Lodge Diana? beitreten. Der hat uns, glaube ich, gesagt, was wir machen müssen als erste Aufgabe, ja? Oder Jetzt schon? hat er schon gesagt? Have you Ah, obtained nee. Ah, das ist unsere erste Aufgabe. Postmaster? Not yet. If you would find knowledge, you must seek it from the first realization of wanting. Entschuldigung, Dummy. So, fine, I'll get an application as soon as I can. Whether you do or not matters little to me. Many are called, Das but few chosen. Das ist mal ein Trick, an die Shisha zu kommen. Hallo? Ja, ich habe gerade den Schlauch einfach weggezogen. Während ich gezogen habe. Alter! Egal, weiter geht's. Alarming green sludge oozes from the drain. Das ist genau wie. Nein, das sage ich jetzt nicht. The red eyes gleam with eerie malevolence. Ja, from the darkness. Was war richtig? The darkness? I believe in So, wir brauchen eine Application. Die Application gab es im Post Office. Der gibt Mit der die uns. Schaufel. Ja, der Pfarrer. Die gibt uns aber, glaube ich, soweit ich weiß, nicht freiwillig her, ne? Sorry, son, no time to talk. Neither rain nor sleet nor snow nor hell shall keep the mail from its appointed rounds. Bye. Und mir fällt mir gerade ein. Next time you post, Ja. don't forget the Wir haben doch im code. Inventar. Ups, Inventar ist hier. haben wir diesen. Den Genau. Deed. Genau, richtig. Und den müssen wir jetzt einmal zu Dwayne Dwayne geben. Das ist der Polizist, der Sheriff. Denn dieser hat ein kleines Abkommen mit denen getroffen. In der Fire Nicht Station ist in der der Fire nicht. Station. Police Station. Und da können wir auch mal wegen dem anderen gucken. Wie hieß der noch einmal? Genau. Weil der kleine Perverse, der Loomis, ich drücke immer rechte Maustaste. Ja, du hast doch ein Wir Girly-Magazin, haben ne? ein Porn-Magazin, Playboy. Oh. Oh. Mein George. Oh, mein Jiminy. Oh, this here's the real thing. Oh, er hat noch kein Internet, du. Can I have it? Danke für die Shisha. Ja. Sure. Oh, thank you, Steve. Excuse me, kiddo. I gotta go check the jail for clean tiles. So. Während der jetzt ein Geschäft erledigt, haben wir nämlich freien Zutritt quasi
The drawer is unlocked. Wir haben einen Schlüssel für den Evidence Room. Sehr schön. Schön, dass das alles so einfach so da drin ist. A legible note. Barely legible. Und ein Checkbook. Alles klar. Aber wir gehen lieber zuerst mal hier in den Evidence Room. Da gibt es ja, glaube ich, den Gaskanister für den Newspaper. Dings, das abgebrannt ist. Ein empty gas can, genau. Dartboard, Santa Hat, den brauchen wir nicht. Was stand da? Ein Santa Hat. A vital clue in the mysterious Jolly Fat Man Murder Spree. Wow. Sneakers, die brauchen wir für den Jungen. Für den Postjungen. Lass mich die Dinger mal lesen, wenn sie aufpoppen. Wenn wir drüber fliegen halt. He did not like green eggs and ham, so they killed him. Aha. Harvested the Brand of Smokes. Ah, nee. Die Kamera können wir nehmen. Ich weiß auch noch, für was wir die gebrauchen können. Eine Instant-Kamera. Kamera? Shaving Kit. Okay, wir haben noch einen Refrigerator, okay. Eine Cap. Bier. Binoculars without lenses. Das macht natürlich nicht viel Sinn. Okay. Ich will auch diesen Bären. Unsolved Cases und irgendwelche Cabinets, okay. Oh, na gut, das Padlock ist, denke ich mal, egal. Ist eben Vordergrund. Toast. Toast. Gut. Der Nagel? Brauchen wir den? Nee, das muss das so. Shelf an sich noch. A nifty little shelf. So, wir haben jetzt viele Sachen. Hello, Steve. Where's Loomis? He'll be coming around. I'm out in the gum. Oh, that's good. Loomis, damn you. Wait, no, 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 no. Ja, das muss zensiert werden. Das ist schon zu brutal, mit einer Zeitung vermöbelt zu werden. Ne? Aber richtig rhythmisch, ne? Hat er ihn geschlagen. So. The door's locked. Kommen wir da auch rein mit dem Evidence Room Key? Ich glaube, die gehen dann irgendwann wieder auf. Wir haben den gar nicht mehr. Aber wir haben noch... Jedes Mal... Wir haben ja noch den Checkbook. Jetzt kannst du rechtsklick machen. Ja. Ammunition für Turpis. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Checkbook. Dann gibt's hier noch die Note. Sheriff, if you think I'm going to keep pissing this forever, nein. Paying this forever. Achso, genau. Pissing this forever. You are crazy. There are limits, Boyle. Boyle. Ich glaube, das war der Typ, den wir schon getötet haben. Er meuchelt mit einer Schaufel, genau. So, das Erste, was ich jetzt machen möchte, ist mal zu unserem Haus zurück und dem Jungen die Sneakers geben. Die kommen erst am nächsten Tag. Du könntest mal der Stephanie das Zeug erzählen, was du schon gefunden hast. Das könnte ich mal machen. Ah, vorher, ganz kurz. Und weiter, und. Ganz kurz. Quality time. Genau, in die School. Okay, können wir auch noch nichts machen. Gut, alles klar. Dann gehen wir mal zur Stephanie, genau. Da ist das Exit. Stephanie, Potsdam Residence. Das Gulasch riecht gut. Gulasch. Mit einer Schaufel bewaffnet. Steve, it's good to talk to you, but if we're going to escape this wedding thing, you'd better start learning some things about Harvest. And I think you might want to start at the lodge. Oh gut, da können wir nichts mehr mit der Come back reden. Konnte ich hier was zeigen? Pass doch auf! Aufbringen. Ledgers? Take a look at these. The guest books to both the Wayward Hotel and the Mortuary. The names are identical. Steve, this is worse than I thought. Looks like out-of-towners don't live long in Harvest. And if we're really out-of-towners, as we suspect we are. Get us out of here, Steve, before it's too late. Vielleicht kurz zur Erklärung, weil vielleicht manche Leute nicht wissen, was das genau war. Das waren die zwei Ledgers, die wir einmal in dieser Mortuary gefunden haben, mit dem Totengräber, genauso im Hotel.
Ja, und der Totengräber ist ja auch der Besitzer von dem Hotel. Richtig, von beiden. Und ein Haufen Out-of-Towners, also Leute, die von außerhalb kommen, wurden umgebracht, mysteriöserweise, beziehungsweise sind gestorben, mysteriöserweise. Oft Obdachlose. Und die Namen sind identisch. Bedeutet eigentlich fast, dass die Leute, jeder, der im Hotel war, gestorben ist. Mysteriöserweise. Hui, hui, hui. Zeig dir mal den anderen Ledger. Nee, der hat doch gesagt, both are identical. Take a look at these. Okay, okay. So, und dann... Die stirbt noch, ich sehe es kommen. Ich kann auch mal den Benzinkanister zeigen. Are you making some kind of point? Leck mich. So. Du bist bewaffnet. Mit der Schaufel. Aber jetzt könnten wir mal zu den Feuerwehrmännern und denen das Ding zeigen. Das könnte eventuell was bringen. Voll die Mörderschaufel fällt mir gerade auf. So. What's that got to do with me? Can't talk now, Steve. I'm inspired. Okay. Bye bye. Stop it! You're messing me up. I'm messing him up. Direkt im Newspaper-Bildung. Ich könnte schwören, da war noch irgendwo was. Nicht nur in den Ashes. Die Pipes. Ich weiß es nicht mehr. Ich würde nochmal noch irgendwas kriegen. Vielleicht spawnt irgendwann was? Das kann sein, ja. Gut. Wir wollten den Dwayne doch noch erpressen, oder? Der wird wahrscheinlich im DNA sein. Schau mal, Edna Steiner oder DNA Steiner. Und jetzt müssen wir ihn ab... Genau, richtig. Du sollst ihn nicht umbringen. Jetzt bekommen wir nämlich einen kleinen Bonus. Well, look at this. Fresh from the safe down at WHAR. I guess you killed McKnight to get this, huh? Okay, let's play it your way for now. You're probably thinking this is evidence of my negligence. My failure to properly investigate the newspaper fire. Maybe even complicity, since the newspaper and the TV station were rivals. And you figure to blackmail me with this? Ja. Huh. Ja. Oh, warte mal. Steve, when you blackmail someone... Scheiße. You never bring the originals along. If you do, your target can take them away. Oh, ich glaube, ich sterbe. Where are you? I made copies. I doubt it. Or you'd have brought them along. No, wir hätten Kopien machen sollen. Ja. I think I'll just have to take that risk. Okay, gehen wir mal weg. Das bedeutet, ganz mal schnell durchklicken. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und wie man sieht, also jede Entscheidung in Harvest ist auf jeden Fall ein Harvester, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, den man trifft. Wir sind jetzt hier bei der Copy Machine und werden jetzt auch von diesem, Deed eine Kopie machen. Haben wir die jetzt schon? Ja. Photocopy of TV Deed. Right click to view. Dann zeig's am besten dem. Der ist da. Ja. So, gut. Weil das, was der uns gibt, das ist, glaube ich, ein Extra. Das muss man nicht bekommen, aber das ist sehr, sehr vorteilhaft. Ich will nicht in die TV Station. Ich will nach DNA Steiner. Die Schnelligkeit hast du schon mal, oder? Das sicher, kann ich sicher? Jetzt nochmal schnell machen. Sicher, sicher, du hast recht. Unter LP5. Also, die Copy zu ihm. Jawohl. No big loss. It just means I don't have to split. You're probably thinking this. And you figure to blackmail me. Ja, hat man schon, bla bla bla. Yeah, it is. I tell you what. You bring me the original. And I'll give you one of my special get out of jail free cards. That can come in handy. Especially if you're up to no good, or are going to be up to no good in the near future. I turn over the original, and you'll let me go if you catch me perpetrating a crime? Do we have a deal? Yep. Jawohl. Good. Bring me the original, and we'll wrap this up. Brought Let's back stop. The original ownership papers, eh? Don't get excited. I made copies as insurance.
Now, I believe you said something about a get-out-of-jail-free card. Fair enough. You're a piece of work, Steve. Mind if I ask you a question? Killing McKnight, how did it feel? Great, it could get... Yeah! Did you look into his eyes when he crossed over? I love doing that. I've seen it all. But in the end, it's always you looking into nothing. A nothing you put there. Son, you might ought to think about a career in law enforcement. After you get into the lodge, of course.